Wieder mal aus aktuellem Anlass. Es gab immer wieder Fragen. Bruchrechnung, was ist das? Das ist was ganz Leichtes. Wir fangen mal mit einer einfachen Aufgabe an. 3 durch 3 ist 1, kann jeder. Und 2 durch 3, ich schreibe das mal wie ein Profi. Das ist 2 durch 3. So schreiben es die Profis. Was steckt dahinter? Nehmen wir mal an, wir haben zwei Pizzen. Und drei Leute möchten davon essen. Ja, dann passiert Folgendes. Dann nehmen wir ein Messer, schneiden hier einfach durch und teilen in drei Teile. In drei Teile, jede Pizza, damit es gerecht zugeht. Durch drei Teile, das schreiben wir unten in den Nenner. Aber ich komme dann darauf, was das ist. So, und jetzt geht das los. Jetzt sagen wir, okay, dann haben wir hier einen Teil, dieser Teil und noch ein Teil. Und auch hier ist ein Teil und noch ein Teil. So, und wer bekommt das? Na, die beiden hier, die bekommt der erste von den dreien. Die beiden hier bekommt der zweite von den dreien. Und die beiden, die bekommt, und das mache ich mal einfach ein bisschen rot, der dritte. Also, ich habe durch drei Teile geteilt, obwohl es nur zwei Pizzen waren. Und habe gesagt, jawohl, so wird das aufgeteilt. Und jetzt guckt mal, jeder bekommt eine gerechte Menge. Der erste bekommt zwei Drittel, der zweite auch, da sieht man es ganz deutlich. Und der zweite hat ein Drittel und noch ein Drittel. Also hier ist ein Drittel und noch ein Drittel. Und da er zwei Drittel bekommt, sagen wir, ein Drittel und noch ein Drittel sind zwei Drittel. Wie das Addieren funktioniert und Subtrahieren, das Multiplizieren und das Dividieren, das erkläre ich später. Noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe drei Pizzen und ich möchte durch vier Leute etwas teilen. Na ja, gut. Dann schneiden wir das mal durch. Dann sagen wir, okay, damit das gerecht zugeht, durch vier Teile. Das machen wir mit dem Messer, lassen sie erstmal so liegen. Es bleiben drei ganze Pizzen immer noch da liegen. So, und was passiert jetzt? Jetzt sagen wir, okay, jetzt bekommt der erste also drei Viertel. Diese und diese. Das ist für, ich mache das mal bunter in diesem Fall, das ist für den ersten. Ne, diese drei Teile hier, die bekommt er. Ja, jetzt kommt der zweite. Den mache ich mal orange. Der bekommt das, das und dieses Stück. Das ist also der zweite. Dieses, dieses und dieses. Der zweite Mensch. Der dritte, oh, der dritte Mensch, der bekommt dann eben dieses, dieses und dieses Stück müsste auch logisch sein, ne? Das nimmt sich der dritte. Und für den vierten, ja, in weiß möchte ich nicht malen, mache ich es mal in dunkelgrün. Und der vierte, der nimmt sich dieses, dieses und dieses Stück. Demzufolge ist das ganz gerecht aufgegangen. Dieses, dieses und dieses. Die Teile, in was geteilt wird, heißen dann entsprechend. Diese Teile heißen Viertel. Hier oben hießen sie Drittel, weil wir durch drei geteilt haben. Und jetzt haben wir schon einen ganz wichtigen Begriff. Man teilt und das Teilen, das steht immer unter dem sogenannten Bruchstrich. Also das hier ist der Bruchstrich. Bruchstrich. Der muss schön gerade sein, nicht so geschmiert wie bei mir. Das Ding hier unten, wodurch geteilt wird, ist der Nenner oder auch Name. Aber wir sagen eher Nenner. Es hat sich eingebürgert Nenner. Aber merken, das ist der Name. Später sagen wir dann auch mal gleichnamig machen und daher kommt das Wort Nenner und Name, es ist das gleiche. Und wie viel das ist, hier zum Beispiel, das ist ja wie viel? Eins, ne? Ein Drittel, das heißt Zähler. Wie oft solche Stücke da sind. So, das bis dahin. Jetzt zeige ich euch also mal ganz einfach, wie die Profis teilen. Als das immer glatt ging in den unteren Klassen, da haben wir gesagt, na ja gut, dann wird halt geteilt. Dann sagen wir, wie viel ist meinetwegen 1 durch 4. Und dann haben wir gesagt, ach, das geht ja gar nicht. Und dann haben wir es so stehen gelassen und nicht lösbar oder irgendwas hingeschrieben. Ne? Und was machen wir jetzt? Jetzt sagen wir, wir schreiben es mal wie die Profis. Das ist 1 geteilt durch 4. Ein Viertel. Die Zahl sagt man 4 und dann Tell hinten dran. Also 4. Und dann kommt das Wort Tell hinten dran. Eins bleibt oben. Ja, das bleibt so. Die bleibt. Ne? Der Nenner, der Zähler, der bleibt so. Oder wie viel ist 3 durch 5?
Na, das sind 3 Fünftel. Also 3 durch 5. Kann man auch so schreiben. Die Profis schreiben das im Allgemeinen nur noch mit Bruchstrich. Wenn die diesen Doppelpunkt vermeiden können, dann lassen die das auch und schreiben das lieber so hin. Und jetzt machen wir mal gleich im Anfang, zu Anfang eine Übung. Und zwar, ich mache jetzt kurz eine Pause, schreibe ein paar Übungsaufgaben hin. Wenn ich die dann hingeschrieben habe, dann schreibt ihr die ab. Ihr könnt es ja auch gleich mitschreiben. Machen wir es so. Und dann löst ihr die zu Hause. Also, 2 durch 7. Mathe ist hinschreiben, das ist der ganze Trick. 6 durch 7. Also nicht aufmalen, sondern bloß umschreiben als Profis. Oder 1 durch 10. Oder 2 durch 9. So, ich drücke jetzt Pause-Taste, ihr schreibt den Rest ab, löst das und ich melde mich dann gleich wieder. Na, hat's geklappt? Hier sind die Ergebnisse. Immer schön doppelt unterstreichen, ne? 2 Siebentel. Automatisch hat man schon das richtige Ergebnis. Man hat nicht nur umgeschrieben, sondern man hat schon das richtige Ergebnis. 6 Siebentel, 1 Zehntel, 2 Neuntel. Gleich noch ein paar Aufgaben. Und ihr schreibt die ab, Pause-Taste drücken und dann sehen wir uns danach wieder. So, ich bin fertig. Ihr auch? Jetzt schaut mal, ich muss das jetzt nicht alles vorlesen, aber eins fällt auf. Man schreibt dann die Bruchzahlen, also den Nenner und die Zähler und den Nenner, schreibt man kleiner. So, dass man versucht, nicht ganz, nicht viel größer als diese Zeile zu werden, die schon dasteht. Und das sieht man. Und ich habe euch mal zum Schluss noch ein kleines Rätsel gegeben. Natürlich sind 15 durch 3 15 Drittel. Aber 15 durch 3 kann man auch im Kopf, das ist 5. Genauso wie 18 durch 2 18 Zweitel oder 18 Halbe ist. Aber wenn es auch so geht, schreibt man lieber gleich eine 9. Immer so einfach wie möglich schreiben. Wenn das aber nicht so richtig durcheinander zu teilen geht, schreibt man es durchaus als Bruch und ist immer auf der richtigen Seite. Das ist Bruchrechnen. Liebe Leute, es geht dann weiter. Ich werde dann auf der letzten Seite, jetzt rede ich einfach deswegen, damit zum Schluss die Links noch schön kommen. Links werden immer hier oben gucken, bei dem i, was hier oben erscheint. Und zum Schluss werde ich jetzt noch ganz einfach ein paar Links zu dem, wie es weitergeht, machen. Also erweitern und kürzen und addieren und subtrahieren und so weiter und so fort. Gut, ich hoffe, es hat geholfen, dass ihr was gelernt habt, dass Bruchrechnung eigentlich nichts weiter ist als eine andere Schreiberei. Na denn, wenn man das verstanden hat, dann ist Bruchrechnen wirklich leicht. Ich freue mich darauf.